Sie spielen instrumental mit Vorliebe Swing, Blues oder Zigeuner-Jazz. Die Jazz Rats, heute Morgen hier bei uns in Schwarzenberg. Vielen Dank an die Jazz Rats mit Honeysuckle Rose. Einen schönen guten Morgen. Armin Bonner an der Gitarre, Michael Fetz am Kontrabass und Hannes Berthold. Schönen guten Morgen. Armin, Zigeuner-Jazz, was ist das? Zigeuner-Jazz, also Zigeuner darf man nicht sagen. Es ist eine Musikrichtung, die von den Sinti und den Roma entwickelt wurde. Und es geht eigentlich um Rhythmus. Und das ist das, was diese Musik eigentlich ausmacht, dieser pulsierende Rhythmus. Ihr spielt alles von den 30ern bis zu den 60er Jahren quer durch. Was taugt euch am meisten und wie habt ihr zusammengefunden? Uns taugt eigentlich das, was andere nicht spielen, was nicht so bekannt ist. Also das fordert vor allem mich heraus. Ich schreibe dann das Zeug auch heraus oder der Hannes bringt ein neues Stück. Zusammengefunden, das ist eine lange Geschichte, das würde den Rahmen sprengen. Also wir kennen uns schon viele Jahre, um nicht zu sagen nahezu Jahrzehnte, und spielen immer wieder gerne zusammen. Auf allen möglichen Feiern, Festen im Land? Wir spielen überall gerne, weil wir gerne spielen. Das ist der beste Grund, um Musik zu machen. Vielen Dank, wir hören heute noch mehr von euch. Und ja, das war's schon von den Jazz Rats. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Genau, Zigeuner sagt man nicht.